Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Review zu meinen Designers Tape and Extensions, und zwar die komplette Review. Und im Anschluss blende ich euch ein, wie wir das Ganze an meinen Kopf angebracht haben. Ich bin so verdammt zufrieden. Ihr wisst ja, ich habe schon tausende Extensions ausprobiert. Ich habe Fest-Extensions, also Bonding-Extensions. Ich hatte Mikroring-Extensions. Ich hatte Tape-Extensions, bevor ich die Designers hatte. Ich hatte Clip-In-Extensions. Ich hatte so viele Arten von Extensions schon auf meinem Kopf, dass ich gar nicht mehr wusste, was wirklich gut ist und was wirklich nicht so gut ist. Ich hatte euch mit blonden Haaren zu den Designers Extensions schon mal eine Review gemacht, verlinke ich euch unten. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich dort nur einige drin hatte, also eine Reihe mit Tape-Ins, weil mein Problem mit festen Extensions ist einfach nur mal meine richtig, richtig sensible Kopfhaut, und die habe ich schon Ewigkeiten. Ich habe wirklich das Problem, meine Kopfhaut ist so sensibel, dass wenn irgendwo nur ein Haar falsch absteht, mein Kopf juckt des Todes, und das ist wirklich nicht angenehm. Deswegen habe ich nur eine Reihe gemacht, weil ich hatte mit Tape-In-Extensions wirklich das erste Mal sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Das waren nicht Designers Tape-In-Extensions, sondern von einer anderen Marke. Ich bin gerade nicht mal mehr sicher, von welcher Marke. Allerdings hatte ich wirklich Probleme ohne Ende damit, weil mein Kopf hat gejuckt. Das war einfach viel zu schlecht reingemacht. Es tat mega weh, und nach 2 Tagen musste meine Mama mir alle meine Tape-Ins entfernen, und das war eine noch größere Katastrophe als das Ganze davor. Die Extensions gingen nicht raus, es tat mega weh, ich habe geheult, der Kleber hing in meinen Haaren, die Tape-Ins war ab. Ich hatte überall Kleber in meinen Haaren. Ich habe meine Mama dafür angemotzt, obwohl sie gar nichts dafür konnte, weil ich einfach solche Schmerzen hatte beim Rausholen meiner Tape-Ins. Diesmal beim Rausnehmen dieser Reihe, null Probleme, es ging super easy, ich hatte keine Schmerzen, ich habe kaum Haare verloren, alles perfekt. Die Qualität der Extensions ist einfach unfassbar. Diesmal, seht ihr, habe ich braune Extensions drin, und ich habe sie heute geschnitten. Das heißt, ich hatte sie die ganze Zeit auf einer Länge, und zwar waren das 60 cm. Ich habe mir zwischendurch Clip-Ins reingemacht, und zwar Loca Hair Clip-In Extensions und noch die von Verlocke. Zu den Loca Hair werde ich euch noch eine Review drehen, aber ich muss sagen, die Tape-Ins alleine, selbst wenn ihr dünnes Haar habt und ihr die schön eng aneinander dran macht, aber nicht so, dass eure Haare ausfallen, sondern so, wie man es wirklich machen sollte. Ihr habt solche geilen Haare, und das ohne, dass ihr irgendwas machen müsst. Ich konnte mir mit den Tape-Ins bis jetzt immer einen Zopf machen. Natürlich sieht man mal das ein oder andere Tape, besonders wenn ihr die so weit nach vorne zieht wie ich. Dann habe ich die nicht ganz so weit nach vorne gezogen wie sonst immer, weil meine Haare schon etwas gewachsen sind. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt, aber ich hoffe es. Und zwar seht ihr das Ganze hier oben. Ich habe die Tapes in der Mitte durchgeschnitten, wo es nach vorne ging. Hinten habe ich die kompletten Tapes drin, allerdings vorne habe ich sie in die Hälfte geschnitten, was ich euch auch wirklich richtig ans Herz legen kann, damit man die Extensions einfach nicht sieht und damit es euch vorne auch nicht stört. Weil ich wollte vorne nicht ein Tape haben, was ungefähr so lang ist, weil Tape-In-Extensions sind nun mal lang. Natürlich könnt ihr das machen, ich habe auch hier oben, ich meine hier, nee, hier ist auch ein dünnes drin. Hier seht ihr eins, was wirklich dick ist, falls ihr das erkennen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und zwar ist hier ein ganz normales Tape drin. Ihr seht auch, die sind schon ein bisschen rausgewachsen. Und würde mir, glaube ich, nie wieder feste Extensions machen oder irgendwas anderes. Ich werde dunkle Haare behalten, keine Sorge. Ja, weil blond ist nicht so mein Ding. Ich habe es eine Zeit lang genossen, blond zu sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, blond ist überhaupt nicht mehr... Wie soll ich das erklären? Mit blond, ich habe mich einfach gefühlt wie eine Barbie, und ich weiß, ich sehe aus wie eine Barbie, aber ich bin vom Herzen her keine Barbie, und ich brauche einfach was, was mich so ein bisschen so... Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das wirkt einfach eleganter, wenn ich meine Haare färbe, weil mich da ewig schon welche nachgefragt haben. Ich werde sie euch einfach jetzt nennen, damit die Frage endlich mal ein Ende hat. Das Problem ist einfach, ich wollte euch die Haarfarbe nicht nennen, weil ich nicht wusste, ob sie so hält, wie sie ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil das Problem ist einfach, ihr färbt euch die Haare mit einer Farbe, mit einer langanhaltenden Tönung, was auch immer. Und ich habe ja Drogeriefarbe benutzt. Das Problem ist einfach, benutzt ihr Drogeriefarbe, ihr seid nicht sicher, ob das wirklich wochenlang hält, ob sich das auswäscht, ob ihr Flecken bekommt, ob es irgendwann so einen komischen Stich bekommt. Deswegen wollte ich erstmal gucken, ob das überhaupt so lange anhält
und die Farbe wirklich so gut drin bleibt. Tape in Extensions habe ich in zwei verschiedenen Farben reinmachen lassen. Ich werde die euch unten verlinken, weil ich weiß die Farbe jetzt nicht so genau. Und meine Haare habe ich gefärbt mit Syos Oleo Intense Schokoladenbraun 4 bis 86. Das ist diese Farbe hier. Ja, damit ihr wirklich wisst, welche Farbe ich verwende. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich zweimal gefärbt habe. Ihr wisst ja, ich war blond, dann bin ich pink geworden, um keinen Grünstich zu bekommen. Und nachdem ich pink war, drei Tage später, habe ich meine Haare braun gefärbt und musste sie, ich meine, das waren zwei Wochen später, nochmal braun färben und da sind sie halt so dunkel geworden. Als ich die pinken Haare hatte und mit der Farbe drüber gegangen bin, die Farbe war perfekt, aber die Farbe ist auch hier mit drin in den Tape-In Extensions und es hat sich halt einfach rausgewaschen. Ich hatte ein paar pinke Stellen und ja, das sah halt einfach blöd aus, deswegen habe ich nochmal drüber gefärbt und so dunkel ist halt die Farbe jetzt in echt. Ihr seht auch an meinen eigenen Haaren, hier unten hat sich das noch ein bisschen rausgewaschen, weil unten meine Haare halt komplett kaputt sind. Und deswegen werden die immer was heller. Ich muss meine Haare auch unbedingt nochmal mit Olaplex behandeln, damit die wieder schön weich werden. Aber ich muss euch wirklich sagen, und ich kann euch die Extensions nur ans Herz legen, ich werde auch, denke ich, nicht mehr andere Extensions ausprobieren. Ich werde jetzt gucken, dass ich das noch so zwei Jahre durchziehen mit festen Tapes, dass ich die wirklich immer mindestens ein halbes Jahr trage, wenn sie nicht bis dahin zu weit rausgewachsen sind. Und danach werde ich versuchen, wieder nur noch Clip-Ins zu tragen, weil das Problem ist einfach, meine Haare werden so niemals gesund, weil ich immer irgendwas auf meinem Kopf habe. Aber ich muss sagen, mit den Tape-In-Extensions, ihr merkt schon, es zieht nicht so viel an euren Haaren, ihr habt nicht das Problem, dass sich der Kleber löst. Ich habe wirklich einen einzigen Tape verloren und das war, nachdem ich die reingemacht habe, 24 Stunden später gewaschen habe, weil ich den einfach schief geklebt habe. Und das war's. Bis jetzt, ich habe keine Haare verloren. Ihr verliert nicht so krass viele Haare beim Durchkämmen. Das liegt einfach daran, dass an dem Tape die Haare fest sind und die nicht so um eure Haare gedreht werden, sodass einzelne Haare, die abstehen, rausfallen können. Das Problem hatte ich nämlich letztes Mal extremst bei meinen Bonding Extensions. Ich bin zwar immer noch sehr zufrieden mit den Bonding Extensions, aber ich muss sagen, Tape-Ins, my go-to. Ihr habt wirklich nicht das Problem mit dem Rausmachen bei denen. Sie sind super weich und selbst mein Mann hat zu mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben, trägst du überhaupt Extensions? Und ich meinte dann nur so, ja. Ja, das ist nun mal einfach so. Also die Frage wird euch irgendwann mal jeder Mann stellen, weil die meisten Frauen einfach die kaputtesten Haare der Welt haben, like me, ohne Extensions. Und das sind einfach die Extensions, die bis jetzt, finde ich, trotz meiner kurzen Haare am wenigsten auffallen. Natürlich auch durch die Haarfarbe. Aber ich finde, sie fallen am wenigsten auf. Ich muss aber dazu sagen, ich wollte es euch so abfilmen, damit man den Übergang noch so ein bisschen sieht, damit ihr halt seht, wie kurz wirklich meine Haare sind und wie wenig das im Endeffekt auffällt. Ja. Das war es jetzt eigentlich auch mit dem Video. Es sind wirklich viele, viele Haare und ich habe wirklich nur drei Clip-In-Tressen drin. Zwei Zweier und eine Dreier-Tresse von Loka her. Und das sind meine ganzen Haare. Links Informationen, welche Haarfarbe ich drin habe von den Tape-Ins, findet ihr unten in der Infobox. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen fürs Zusehen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu meinen Tape-Ins habt oder generell zu meinen Haaren, zu meiner Haarfarbe, wie ich meine Haare geschnitten habe oder sowas, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann. Ciao! The world.